Moin, moin, ihr Lieben und willkommen zu einer neuen Daddelzeit hier mit Two Point Hospital, wo es eigentlich ziemlich geil vorangeht und am Zeitschriftenstand ist ordentlich Betrieb, wie ich gerade sehe. Rechnet sich das überhaupt, ist die Frage. Kann man hier irgendwie Preise einstellen? Ich weiß es gar nicht. Geld. Übersicht, können wir da irgendwie sehen? Finanzen. Bestenliste. Heilungsrate, sind wir nicht so dolle? Ruf, boah. Wert des Krankenhauses hängen wir auch ein bisschen hinter Jumbo Megacorps zurück. Jährlicher Gewinn ist auch nicht so praktisch. Jährlich geheilt. Ach du Schande. Da bin ich ja von sämtlichen Herausforderungen weit entfernt. Moment, nicht mal die Personalstimmung. Das ist gar nicht mal so gut, was wir da betreiben, habe ich den Eindruck. Ui, hier staut sich das jetzt. Aber auch da wir, ne? Unsere Weiterbildung, wo ist die denn? Ach, die ist offenbar schon zu Ende. Ah ne, die haben wir ja erst vor. Und es mangelt trotzdem. Ach du Schande. Es mangelt uns überall. Das ist nicht gut. Krankenpfleger, das könnte auch streitlustig. Och nee, lass mal. Streitlustig wieder, aber unermüdlich. Ich erlaube mir den Luxus mal. Wenn das fertig ist, sollten wir vielleicht erstmal die Forschung sein lassen. Auch vollautomatische Snackautomaten müssen manuell aufgefüllt werden. Neue Krankheit, Floppy-Scheiben. Faszinierend. Wer ihn in der Chirurgie behandelt? Hat da jemand eine Floppy-Disk in CD-Laufwerk gesteckt oder was? Oder in Bobo? Keine Ahnung. Ich traue dem Spiel alles zu. Mit seit Quietscheentchen und Wecker im Bauch gefunden werden. So, Schocktherapie ist gleich fertig. Dumm-di-dumm-di-dumm. Forschung abgeschlossen. Ja. Das bedeutet, wir machen jetzt erstmal eine Erlaubnis erteilen, dass der auch Allgemeinmedizin darf. Habe ich jetzt einfach mal so beschlossen. Besser ist das nämlich. Ja, da brauchen wir noch welche, wobei zwei ja zumindest geheilt werden konnten. Topferei benötigt. Bitte warten, das machen wir schon. Einmal umtopfen für Lau. Kommt sofort. Die Topfgeldjäger. Ole! Machen wir das mal so hier, dann kriegen wir noch da irgendwo in die Ecke was reingepackt. Dann nehmen wir wieder unsere mittlerweile prominenten Schränke. Und da kriegen wir auch noch einen unter. Oh, die Lücken sind nicht so gut, aber die passen auch wieder. Das ist... Warum nicht? Solange es funktioniert, ist in Ordnung. Da können wir auch noch welche hinpacken. Ach, perfekt. Was wollen wir eigentlich mehr? Das ist ja schon alles, was man sich fast wünschen kann. Und wir können demnächst endlich mal wieder Punkte ausgeben, um uns irgendwie neue Einrichtungen oder sowas zu gönnen. Das wäre eigentlich gar nicht mal so schlecht. Feuerlöscher. Ja, diesmal rechtzeitig. Abfalleimer wäre auch nicht schlecht. Vielleicht sogar noch eine Blume. Genau, sagst du, die Blume heißt es doch immer. Tun wir es einfach mal. Da
Dann machen wir hier irgendwelche lustigen Diagrammelchen. Irgendwie machen wir das Ganze mal so. Warum nicht? Ernährungspyramide ist sicherlich auch wichtig. Anatomie kann man sich auch mal gönnen. Oh ja, und wenn wir schon dabei sind, packen wir auch nochmal so ein Ding hier irgendwie rein. Hatten wir lange nicht mehr gehabt. Ein Sehtest schadet auch nicht, wenn wir schon da sind. Ernährungspyramide haben wir, glaube ich. Genau, das haben wir. Clownerei. Da kommt alles möglich heute mal rein. Wir sind spendabel. Wenn wir schon so ein schönes neues Gebäude bauen, beziehungsweise neues Behandlungszimmer. Pflanzen benötigen Wasser. Offenbar müssen wir jetzt doch mal wieder einen neuen Hausmeister einstellen. Weiter geht es mit dem Tech-Report. Günstig. Mit mir, Achim Kabelklemme. Gute Nachrichten für alle Stromschlagpatienten. Ein örtliches Krankenhaus hat soeben einen Entlader geborene Mentor, Lehrer. Mit dem Sie sich schnell wieder ganz entspannt fühlen sollten. Der ist mir zu gut gebildet. So, packen wir den mal bei den Eiern und stellen ihn ein. So, was haben wir denn hier so alles? Hier wird noch jemand benötigt. Weil wir haben hier noch welche ausstehen. Das ist nicht gut. So kann es nicht weitergehen. Vor allem, wir brauchen ja auch das Geld. Das kommt ja noch dazu. Wie sehr wird das hier überhaupt derzeit? Warteschlange 4. Das geht eigentlich. Müssen wir mal kurz gucken, wie sieht es überhaupt mit Patienten aus? Wo hängen die derzeit fest? Allgemeinmedizin hängen gerade ganz, ganz viele fest. Da müssen wir also an erster Stelle gerade wieder klar. Ah, yes! Allgemeinmedizin, bitte sei. Ah, langweilig, aber egal. Wir brauchen diese Leute. Gut gebildet in dieser Hinsicht, das ist schon. Warte mal, da müssen wir einstellen. Du bist Allgemeinmediziner und auch genau nur das. Genauso wie du nur Allgemeinmedizin machst und. Du ebenfalls. So. Die haben wir jetzt richtig geknechtet. So liebe ich das doch. Ein Krankenpfleger wird in der Chirurgie benötigt. Kriegen wir da noch irgendwie. Nee, kriegen wir glaube ich nicht rein. Dann kaufen wir uns eben was dazu. Dafür haben wir das Geld doch. Ja. Mit vollen Händen ausgeben. Der Strecksaal muss gewartet werden. Ja, der wartet doch schon. So, und fertig ist die Laube. Zack, da ist es. Sondermeldung, 2 von 4 Patienten geheilt. Ja, wird schon reichen. Nicht jetzt, nicht jetzt. Kopieren. Nö, das finde ich eigentlich ziemlich schmackhaft. Zack. Wollen wir genau so haben. Perfekt, das passt dann auch da ganz gut rein. Ich liebe es jetzt schon. Da können wir noch ordentlich was reinbuddern. Und hier können wir auch noch Diagnoseräumlichkeiten. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Können wir noch hier irgendwie Bänke hinpacken. Von mir aus auch einen Spielautomaten noch an dieser Stelle. Heizung wäre hier gar nicht mal so schlecht. Da können wir auch noch eine hinpacken. Dazu nehmen wir noch hier einen Zeitschriftenständer. Warum nicht? Mülleimer. Ja, Mülleimer ganz dringend. Mülleimer ist nie verkehrt. Außerdem Automaten. Genau. Ohne Automaten geht hier doch gar nichts.
So, ich hoffe, jetzt sind die gut ausgestattet. Fehlt es noch einem Arzt? Ach Mensch, der kann so viel, aber der ist über und über für uns. Ich bilde die dann lieber später selbst aus. Erstmal müssen wir einen Grundstock bekommen eigentlich. Unmotiviert, geborener Mentor. Ein unmotivierter Lehrer, das ist scheiße. Das will ich so nicht. Reizbar. Wird unleidlich, wenn unzufrieden. Aber die sind ja alle zufrieden bei mir. Habe ich zumindest den festen Glauben dran. Motiviert, positiv, aber unhygienisch. Das macht doch nichts. So, stellen wir hier nochmal irgendwie ein. Ich weiß nicht, habe ich jetzt überhaupt zu viele Pfleger? Nö, ich glaube nicht. Das müsste alles noch im Rahmen sein. Ja, das passt schon. Ah, sieht auch gut aus, dass wir hier diesen Stau langsam auflösen könnten. Mal kurz gucken. Wie sieht es hier aus mit Wartezeiten? Warteschlange 2, Warteschlange 1, das passt auch soweit. Wie der Tote. Das ist natürlich nicht so gut. Ah, ich finde gut, das hier hat sich enorm reduziert. Hier ist auf jeden Fall Bedarf. Ich weiß nicht, wie teuer sind die Behandlungen. Einnahmen insgesamt sind auf jeden Fall vorhanden. Wir sehen ja gleich, wie viel Geld wir dafür bekommen. 5.500. Und die kostet uns eine ganze Menge. Ah, da müssen aber viele gescannt werden, damit sich das rechnet. Ah, ich weiß nicht, ob ich den Scan teurer machen soll. Wo haben wir es denn? Preise. Diagnose Megascan. Hauen wir da mal 20% drauf. Wird schon schief gehen. Hier kriegen wir vielleicht auch nochmal 10%. Da auch. Komm, wenn wir da 10% draufschlagen, da kriegen wir richtig viel Geld. Ja, machen wir erstmal und, ach komm, Frakturstation hier. Heute nehmen wir eine der größten Hürden, die unsere Grammatik. Wir haben ja keine andere Wahl. Es handelt sich um den Unterschied zwischen dem und den. Es ist wirklich ganz einfach. Dem und den, das ist auch schön. Es hat ein N. Rockenrolitis ist auch nicht schlecht. Weiterbildung benötigt. Nicht jetzt. Ah ja, wegen der Sprachausgabe. Ich habe mal nachgeguckt. Das ist tatsächlich nachgepatcht worden. Was ich richtig geil finde, dass die das überhaupt gemacht haben. Da bin ich sehr, sehr, sehr begeistert. Ehrlich gesagt. Dass die da tatsächlich richtig Kundenservice gemacht haben. Das kam mit dem Bigfoot DLC zusammen. Finde ich richtig geil. Also da echt Lob an die Entwickler. Da sagt noch einer, Community-Pflege gibt es nicht mehr. Gibt es sowas von. Oha, da müssen wir dann auch noch irgendwie jetzt Automaten hinkleistern. Wir bitten Patienten dringend, die bereitgestellt genau, dorthin. Jetzt brauchen wir noch Bänke. Gail? Gail. Ich glaube, das müsste hier so passen. Oha, da ist die Tür etwas falsch. In der allgemeinen Diagnose wird ein Krankenpfleger benötigt. Aber so passt das auch. Ey, du sollst hier nicht Kaffee kochen, du sollst behandeln. Das ist jetzt wirklich wichtig. Dann hoffe ich, dass irgendwann die Streckbank auch gut genutzt wird. Mal sehen. Mal kurz gucken. Patient, ach, kann ich alle weiterlaufen lassen, die Zeit nebenbei. Topfschmerzen, Rockenrolitis, Bettengesicht, Topfschmerzen. Das sind einige Topfschmerzen derzeit. Muss viel umgetopft werden. Rückenschrippe. Ich würde mal sagen. Oh Mann, hier habe ich ja noch Priorität drauf. Egal, wo ist denn hier das Umtopfen? Topferei, da haben wir sie doch.
Da ist auf jeden Fall Bedarf. Ja, da machen wir mal hier hohe Priorität. Besucher von Bundle Tag. Belohnung 250. Ja, warum nicht? Nehmen wir. Heile 10 Patienten. Probieren wir einfach mal. Ja, Weiterbildung wäre gar nicht mal so schlecht. Wie steht es denn derzeit hier mit den Warteschlangen? Ah, sieht gut aus. Den können wir ja mal schnell machen. Das Eisen schmieden, solange es heiß ist, wie man so schön sagt. Weiterbildung, genau. Verfügbare Kurse möchte ich. Allgemeinmedizin 2, genau. Nehmen wir Gastausbilder, damit wir noch genug Leute haben. Und dann so, zack, ins Gesicht und so. Ich liebe es. Das ist eigentlich viel zu großer Raum. Dann brauchen wir mal 5 Plätze. Das ist eigentlich... So viel brauchen wir gar nicht. Ach du Schande. Wie viele Leute gemegascannt werden wollen, das ist ja Wahnsinn. Uff da. Ja, da können wir womöglich auch noch Server gebrauchen. Müssen wir mal sehen. Erstmal benötigen wir jemanden, der damit noch umgehen kann zusätzlich. Psychiatrie, ja. Ist allerdings schlafmützig, garstig und überhaupt irgendwie dämlich. Schwache Blase, aber inspiriert. Hungerlaune. Ja, ich weiß auch nicht. Ach, Mensch. Nehmen wir den einfach mal, warum nicht? Ein Arzt wird in der Arztpraxis verlangt. Ja, ich weiß. Es ist schlimm. So. Jemand Wichtiges trifft ein. Wichtig ist relativ. Ich möchte erstmal wichtigerweise sehen, was wir hier arzttechnisch bekommen. Uha. Da muss man sich echt entscheiden. Reizbar. Es ist doof. Ich mag nicht. Haben wir überhaupt noch jemanden, der hier das Ding bedienen könnte? Ich glaube, das ist die größere Frage im Moment nämlich. Personal. Ja, hier wäre noch Erik Schmatz. Teuer genug ist er ja. Schocktherapie erlauben. Ich weiß ja nicht. So, machen wir mal hier so und so. Dann können wir nämlich davon noch ein Gedöns bauen. Kopieren. Weil wenn es sich da staut, dann haben wir ein Problem. So brauchen wir das, ne? So, zack, 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 zack. Da ist es. Ja, ich würde das einfach mal so nehmen. Ja, unsere Finanzmittel gehen zu Neige, das habe ich mir auch sagen lassen, aber es wird ja benötigt. Was sollen wir da tun? Instandhaltungsdurchsage. Und zack. Füllen sich mit der Zeit. Was haben wir denn da? Notfallchirurgie. Ja, komm her. Warum nicht? Nicht jetzt. Ich bin auf jeden Fall begeistert. So, dann haben wir hier noch das zweite Dings. Die Leute verteilen sich auch schon, das ist auch gut. Wir müssen echt dafür sorgen, dass hier nicht irgendwo die Leute hängen bleiben, damit der Behandlungsprozess möglichst reibungslos über die Bühne gehen kann. Wir haben derzeit übrigens Patienten, 74 Stück, das ist gar nicht mal so schlecht. Und die jährlichen Auszeichnungen stehen bevor. Yes, gucken wir uns doch gerne an. Das Tempo. Mal sehen, was wir dieses Jahr so Schönes bekommen oder nicht bekommen. Alle öffnen. Patientenpreis. Höchster Prestige-Arbeitgeber des Jahres. Aufsteigender Stern. Bam! Ich würde mal sagen, das ist gar nicht mal so schlecht.
Das nehmen wir doch gerne. 4 Preise, das gibt auch nochmal ein bisschen Geld. Das macht Laune und damit verabschiede ich mich einfach mal für heute. Auch unser Mitarbeiterwunsch könnte klappen, müssen wir mal sehen. Erfahren wir allerdings erst in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao, ciao.